Herr Honsack, sagen Sie mir doch am Anfang einfach ganz kurz, was Sie mit dem Begriff Bundesliga assoziieren. Puh, einfach nur pure Freude. Also echt so ein kleiner Traum, der einfach für einen Spieler oder für mich halt eben in Erfüllung geht. Jetzt frage ich mich, wenn man in Österreich aufgewachsen ist wie Sie, ist dann trotzdem auch die deutsche Bundesliga, sowas wie Sie es gerade ausgedrückt haben, ein Traum oder denkt man erstmal an die österreichische Bundesliga? Klar hast du als junger Spieler in Österreich das Ziel, in der österreichischen höchsten Spielklasse spielen zu können. Und da hast du dann eben schon die österreichische Bundesliga als Ziel. Aber hast natürlich dann als weiteren Schritt sowas bei mir, das Ausland im Visier. Und das ist für mich ja auch ein großes Ziel gewesen. Haben Sie, und wenn ja, wie die deutsche Bundesliga früher als Kind oder als Jugendlicher verfolgt? Ja, es geht. Also ich schaue jetzt selber privat jetzt nicht unbedingt so viel Fußball, aber man kennt natürlich schon die Liga und Teams und die Spieler, also das kriegt man dann schon alles mit. Ich reite so ein bisschen auch darauf herum, weil Sie haben kein einziges Bundesligaspiel auf dem Konto, sehr viele Ihrer Mannschaftskollegen haben kein Bundesligaspiel auf dem Konto. Und ich frage es mal direkt, ist das ein Vor- oder vielleicht sogar ein Nachteil? Das kann ich jetzt so auch nicht beantworten, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich denke mal, dass es für jeden einfach eine Riesenchance auch ist, in der Bundesliga sich auf so einer großen Plattform auch zeigen zu können. Und ja, ich glaube, es freut sich einfach jeder bis in die Haarspitzen, ja, da spielen zu dürfen. Dann bis in die Haarspitzen ist ein gutes Stichwort, denn deswegen, man kann es ja auch andersrum stellen, kann Bundesliga-Lust vielleicht Bundesliga-Unerfahrenheit auch ausgleichen? Kann das vielleicht auch, ja, ein Stück weit auch übertreffen, ja, so dass man das ein oder andere vielleicht auch vergisst und einfach auch, ja, die Nervosität auch manchmal, ja, beiseite schieben kann. Worauf wird es denn generell ankommen für die Lilien in der Bundesliga? Worauf wird es ankommen? In erster Linie kommt es auf uns drauf an. Wir wollen jetzt nicht ängstlich da reingehen. Also das wäre für mich der völlig falsche Ansatz. Wir wollen schon noch Fußball spielen und wir haben es auch in die Pokalspiele gezeigt, jetzt in der letzten Saison, wo wir gegen Gladbach gespielt haben und gegen Frankfurt, dass wir da natürlich auch mithalten können. Es wird natürlich jetzt trotzdem so sein, ich möchte nichts vorwegnehmen und ich möchte auch nicht erstmal das Negative sehen, aber Sie haben in der vergangenen Saison extrem viel gewonnen und es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt ein paar Niederlagen mehr dazukommen können. Sind Sie als Team schon darauf gewappnet, was das eventuell mit der Mannschaft dann auch machen könnte? Ich denke mal für uns, spreche ich mal an, dass für uns das Ziel Klassenerhalt mal, glaube ich, an oberster Stelle steht. Dann frage ich Sie ein bisschen anders. Ist ja, Ihre Mannschaft hat in der vergangenen Spielzeit sehr vom Team Spirit gelebt. Mhm. Und das hat auch jeder gesagt, wie es ist, in dieser Mannschaft zu spielen. Ist das dann auch ein Prüfstein für die Mannschaft, dass eventuell bei eventuellen Negativerlebnissen es trotzdem nicht kippt, dass dieser Team Spirit immer gleich bleibt? Klar, der Team Spirit hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen in der Mannschaft und den wollen wir natürlich auch beibehalten und das macht auch, glaube ich, dann auch Darmstadt aus, wie wir in die Saison gehen, weil ja, dass wir jetzt nicht so die extremen Einzelspieler vielleicht haben, wie es Bayern hat oder Dortmund hat, das ist uns klar und wenn wir da als Mannschaft, glaube ich, gut funktionieren am Platz, dann glaube ich, werden wir es dem einen oder anderen Gegner schwer machen. Aber klar, Niederlagen gehören auch zu dem Sport dazu. Ja, wenn man sich die letzte Saison anschaut in der zweiten Liga, wenn man aufsteigt, klar spricht das dann dafür, dass man vielleicht mehr Siege eingefahren hat. Und ja, mal schauen, was dann in der Bundesliga so passiert. Sie haben es gerade schon gesagt, dem Gegner schwer machen. Also Sie sind selbst ein Spieler, der gerne von Umschaltmomenten lebt, der gerne auch viel Platz vor sich hat. Ich sage es mal ganz direkt gefragt, ist die Bundesliga nicht eigentlich viel besser als die zweite Bundesliga für Sie? Ja, persönlich weiß ich das jetzt noch nicht, kann ich jetzt noch schwer einschätzen, aber ich freue mich natürlich drauf. Man wird sicher den einen oder anderen Platz mehr haben, weil man einfach, ja, vielleicht auch erfahrener teilweise spielt, sage ich mal unter Anführungszeichen. Und das kommt mir als Spieler, der von seiner Schnelligkeit auch lebt, vielleicht auch zugute. Ja. Ist es etwas, was der Trainer schon mit Ihnen besprochen hat, was da eventuell auch anders Taktisches passieren kann in der Bundesliga mit einer anderen Herangehensweise? Nein, da hat jetzt noch nichts gesprochen.
Dann frage ich es anders, weil Sie das Spiel auch selbst angesprochen haben. Das Pokalspiel gegen die Eintracht war ja ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Wenn mich nicht völlig falsch liege, haben Sie 2 Tore gemacht. Mhm. War das so ein bisschen so ein Musterbeispiel, wie es auch funktionieren könnte, unabhängig davon, dass das Spiel am Ende relativ knapp ja auch verloren ging? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt uns einfach nur Aufwind und zeigt auch, dass wir uns nicht verstecken müssen vor irgendwem, egal welcher Name da jetzt auf uns zukommen wird. Die sehr interessant auch sind, die Namen. Aber klar, da zeigt sich halt dann im Endeffekt auch die Qualität. Und ich hatte zu der Zeit auch einen sehr guten Lauf, muss ich sagen. Ich hatte ja eine langwierige Verletzung. Und ich glaube, ich habe mich auch einfach nur darauf gefreut, jetzt einfach mal wieder am Platz zu stehen. Und dass ich dann natürlich auch so einschlage und auch dann gleich gegen einen Bundesligisten dann gleich 2 Tore mache, das wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Sie haben selbst gesagt, viele interessante Namen, viele Ihrer Mitkollegen und auch Trainer und Manager haben schon so ein paar Highlights genannt. Haben Sie selbst ein Highlight, worauf Sie sich am meisten freuen, vielleicht auch ein Auswärtsspiel, wo Sie jetzt schon sagen, oh wow, bin ich jetzt schon richtig heiß drauf? Klar, in erster Linie freue ich mich extrem auf das Eintracht-Spiel. Dort in Frankfurt, das ist einfach, die Stimmung war jetzt beim Pokalspiel schon enorm. Und als ich da eingelaufen bin, habe ich schon 3-mal Gänsehaut bekommen, schon vor dem Spiel. Und auf was ich mich noch freue, ist einfach gegen Borussia Dortmund im Signal Iduna Park einfach mal die spektakuläre gelbe Wand zu sehen. Haben Sie persönlich irgendein Ziel vorgenommen für die neue Bundesliga-Saison? Nein, persönlich nicht. Ich will auf jeden Fall alles raushauen, was geht. Ich will mein Bestes am Platz geben und der Mannschaft eben viel helfen. Und ja, vielleicht als Ziel natürlich als Offensivspieler mit Scorerpunkten arbeiten. Also das heißt, ich möchte gerne viele Tore schießen und viele Assists sammeln. Ihr Vertrag wurde durch den Aufstieg automatisch verlängert. Gibt es schon irgendwelche Gespräche, wie es danach weitergehen könnte? Haben Sie vielleicht auch ein persönliches, ich sage mal, einen persönlichen Karriereplan, wo es vielleicht irgendwann mal hingehen könnte? Der Vertrag hat sich ja jetzt um ein Jahr verlängert durch den Aufstieg und war ich auch sehr froh drüber, weil ich ja dann auch ohne Vertrag da gesessen wäre. Und ich will jetzt einfach die Chance nutzen, das eine Jahr Vollgas geben und dann werden wir sehen, was die Zukunft dann bringt. Apropos Zukunft, österreichische Nationalmannschaft, Ralf Rangnick, schon mal den Namen gehört vielleicht. Gibt es da irgendwelche Hoffnungen, Ambitionen, irgendwas? Ja, den Namen habe ich schon gehört. Also wäre blöd, wenn ich den jetzt nicht kennen würde. gab schon die ein oder anderen Gespräche. Ich wäre ja auch schon einmal dabei gewesen, eben letzte Saison nach meinem super Lauf, den ich da hatte, habe ich dann leider wegen einer Verletzung absagen müssen. Und so steht man jetzt einfach mit dem Nationalteam in Kontakt, mit dem Trainer, mit den Verantwortlichen drumherum. Okay, vielen lieben Dank. Dankeschön.